Hallo, ich bin hier heute im Ibis Styles in Stuttgart-Bad Cannstatt. Das Zimmer habe ich anlässlich vom Barcamp in Stuttgart gebucht, wo ich am Wochenende bin. Schauen wir uns mal näher an. Wenn wir reinkommen, gleich zur linken Seite, in meinem Fall, ist das Badezimmer. Ausreichend groß. Und wenn man hier hinter guckt, eine schöne große Dusche, schönen Platz. Gleich an der Tür ist noch ein Schrank, wo man seine Sachen reinlegen kann. Garderobe mit Kleiderbügel, Hocker, ein Schreibtisch. Hier gibt es eine Steckdose und man kann hier noch verschiedene Geräte an den Fernseher anschließen über die Anlage hier. Ja, bequemer Stuhl dazu. Dann das Wichtigste in einem Hotelzimmer, das Bett. Ausreichend groß. Steckdosen sieht man ganz wenig. Wir machen mal Licht an. Unter dem Ablagetischchen ist unten auf jeder Seite noch eine Steckdose. Die hätte man sicherlich weiter oben anbringen können, das wäre schöner gewesen. Aber was hier auch ganz schön ist in diesem Zimmer, es gibt einen Balkon, kann man auch raus. Und da hat man abends dann auch einen schönen Sonnenuntergang. Ich bin hier übrigens im vierten Obergeschoss, das ist ganz oben. Ja, ein kleines, modernes, schickes Zimmer. Frühstück und WLAN sind bei den Ibis Styles Hotels eh kostenlos enthalten. Ich habe noch das schnellere Premium WLAN dazu bekommen. Ansonsten, ich zahle jetzt hier etwas über 100 Euro für 2 Nächte, da kann man nicht meckern. Ibis Styles, Stuttgart, Bad Cannstatt, Straßenbahnhaltestelle Linie 2 und U19 ist direkt vor der Tür, die heißt Kursaal. Kommt man also auch schnell in die Innenstadt. Soweit von mir zum Ibis Styles in Stuttgart. Bad Cannstatt.